Leute, macht Platz, ich muss durch. Ich lasse jetzt das Blaulicht an. Aber stimmt, wir haben ja gesagt, ohne Martinshorn. Dann das Volllicht noch an. Und mit 250 über die Autobahn brettern. So lässt sich's leben. Ab und zu mal noch bremsen, weil man hier abfahren muss. Nitro geben. Für eine ultraschnelle Beschleunigung. Oder bremsen, weil man ins Revier einparken will. Wir sind in Sicherheit. So, jetzt bin ich mal gespannt. Sieh mir? Ja. Schau mal. Verdammt nochmal, die Kugel muss die Tür durchschlagen haben. Mal sehen, ob er einen Personalausweis in der Tasche hat. Hier ist ein kleiner Zettel. Kannst du das entschlüsseln? Nee, ich knack nicht mal ein Sudoku. Der Zettel ist was für unsere Spezies bei der Spurensicherung. Wenn du meinst. Oh, Tag 4 ist abgeschlossen. Es werden immer weniger Missionen. Mal gucken. Aber wir können jetzt die letzten drei Wagen noch sicherstellen. Dafür nehmen wir den Grand Sport Polizei. Deshalb gibt es keinen Fall, den du spielen kannst. Okay. Ist auch gut. Wo sind die Fahrzeuge? Da ist einer. Da ist ein weiterer. Ich würde sagen, wir rasen mal hier lang. So, wo brettet... Ja, da kommt uns entgegen. Das ist doch Dufte. Der müsste hier gleich entlang kommen. Dann wenden wir mal. Nö. Da unten. Das sieht doch nach Beute aus. Fahren wir da runter. Mach mal Platz da. So, hier runterbrettern. Kommen die uns irgendwie... Ja, der eine kommt uns sogar entgegen. Wie freundlich. Alter, mit 300 schaltet der gerade mal in den sechsten Gang. 400! Wir haben die 400er-Marke geknackt. Ja, will ich. Das war mein Ziel, die 400er. Wir haben jetzt nicht nur 400 Abonnenten geschafft, wir haben jetzt auch... Fick dich. Ich finde, das passt. 400 km/h sind wir schnell gefahren. Ist doch Dufte. So, Kollege. Für eine Limo zieht der ganz schön an, ne? Kollege? Führerausweis und Fahrzeugpapiere, bitte. Ich sagte, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte. Muss ich halt das so machen. Gib mir deinen Führerausweis. Bam. Nein, 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 nein. Schön hier geblieben. So. Haben wir das nächste Auto. Der Motorsound ist gut. Motortönt richtig schön kernig, richtig gut. Wo jagst du mich lang? Ah, sogar eine bessere Strecke, als ich genommen hätte. Ja. Jetzt können wir hier runter und dann einfach alles runterbrettern. Ohne groß abzuzweigen. Bei mir, die Strecke, die ich gefahren wäre, hätte ich irgendwie 10.000 Mal abbiegen müssen. Alter, lässt sich der Geil um die Kurven treiben. Habt ihr das gesehen, der Drift?
Nicht auf die Autobahn einfahren kann jeder, aber auf die Autobahn eindriften, das ist, will gelernt sein. Die Kiste schafft auch 300 km/h. Ist ja auch ganz toll. Und bremsen. Das war zu schnell. Ich hätte vielleicht einlenken können, dann hätte ich es hier reingeschafft, aber ich wollte es nicht riskieren, das Auto zu stimulieren. Wenn man schon mal so ein schönes Auto hat. Nehmen wir mal den Razor. So, wo ist ein Auto? Da wieder. Da ist es ein Allradauto, der kann hier perfekt einbrettern. Kommt er uns? Ja, er ist so nett und kommt uns wieder entgegen. Das ist doch sozial. Au. Er biegt in die Offroad-Strecke ab. Nee, tut er gar nicht. Ja, will ich. Du Bastard. Komm. Stopp. Haha. Hammer. So, und jetzt ab. Danach fehlt uns dann nur noch ein Auto und dann haben wir. Dann haben wir die Bonusmission. Ich glaube, die mache ich heute auch noch. Einfach zum. Einfach zur Krönung. Weil ich heute so gut drauf bin, weil wir 400 Abonnenten erreicht haben, weil wir 400 km/h schnell gefahren sind. Kriegt ihr heute noch eine Bonusmission, ne? Au. Oder eine Beule. Eins von beiden. Hier immer noch die Bremsspur von vorhin zu sehen. Ich halte irgendwie immer gleich an, ne? Immer so wenden. Streife fahren, KTU. Razor. Dann Funk, Mikrofon aus. Gucken, wo sich. Wieder da oben. Jetzt wird es wahrscheinlich nicht der Wagen sein, ne? Der da unten höchstwahrscheinlich. Den fahren wir da mal runter. Der schiebt einfach geradeaus weiter, wenn er quer kommt. Also der Wagen hat Allrad und lässt sich affengeil fahren. Ich will nicht spoilern, deshalb halte ich jetzt einfach mal die Fresse. Die Bremsen könnten aber noch einen Tacken geiler anziehen. Die Bremsen sind nicht so dufte. Vollen Abstecher ins Grüne gemacht. Ja, war falsch. Probieren wir trotzdem mal den da oben. Ich hätte auch gucken können, was uns für einen Wagen noch fehlt, ne? Heilige Maria Gottes! Au! Au! Kommt, er kommt sogar hier runter gerast. Biegt er ab? Ich hoffe nicht. Nein, tut er nicht. Auf ihn! So, da kommt unten der nächste. Biegen wir links ab. Oder nee. Wenden wieder. Zack! Aber weil er halt Allrad hat, hat er so einen enormen Grip, ne?
vor in der Wagen ist, ohne dass ich es wirklich gewollt habe, wirklich quer gekommen. Und der hier kam gar nicht quer. So, wo fährt... Er kommt uns entgegen. Ist klar, ne? Der ist weg. Fuck. Zeig mir, was für ein Auto das wir noch brauchen. Ein Bullet. Alles klar. Da können wir auch was anderes nehmen. Hornet. Nehmen wir den. Den haben wir neu freigeschaltet. Wo sind jetzt die Autos? Da. Unten ist einer. Da unten ist einer. Ich hoffe, der fährt hier lang. Okay, wir fahren wie vorhin. Funk links aus. Wenn es keinen Spacken anfunkt. So, wo ist er? Map will ich gerne aufrufen. Gut, da ist er. Da kommt er. Wenden. Jawohl. Das letzte Auto, Freunde. Alter, Finn, der holt alles aus seinem Hammer raus. Aber nicht gut genug. Ah. Versuch mal mit einem Sportwagen einen Hammer umzudrehen. Das könnte schwer werden. Jetzt komm. Ich hab voll eingelenkt, ne? Einschlag. Ja, ja. Geil. Vor ihn, vor ihn, vor ihn. Nein, du bleibst hier. Geh weg. Das war jetzt leicht dumm. Jetzt komm, lass dich doch verdammt noch eins drehen. Jetzt. Guck mal das Schild an. Das ist sowas von zweideutig. Das ist sowas von zweideutig, Leute. Ich muss so krass lachen, als ich es das erste Mal gesehen habe. Einfach weil es so schön war, gucken wir uns das jetzt nochmal an. Mit Möpsen verkauft sich einfach alles. Das ist das einzige Schild, was ich euch zeigen wollte. Die anderen Schilder sind Müll, aber das Schild, das ist wirklich geil. Im wahrsten Sinne des Wortes. Oh, oh, der Wagen kommt nicht nur auf Dreck nicht gerne rum. Der kommt auch auf Asphalt nicht gut. Um die Kurven. Das interessiert den kompletten Scheiß, ob wir über Asphalt fahren oder über Matsch. Der lenkt einfach nicht. Lenken und Hammer sind keine Freunde. Der will am liebsten nur einfach geradeaus ballern und irgendwas aus dem Weg schieben. Hoppala, sorry Bro. Das wäre jetzt der Gipfel, ne? Wenn wir das letzte Auto hätten und es zu Klump fahren. Wo ist die Bullerei? Ah, der wird uns nicht mehr kriegen. Schätze ich jetzt einfach mal. Freunde, ihr fahrt ein bisschen besoffen, ne? Sagt der, der hier durch die Prärie schleudert wie kein Zweiter. Der hat auch Allrad, deshalb lässt er sich gut driften. Ja, das war jetzt eher so Sliden, aber... Weil der Wagen hat zu wenig Power zum Driften. Das ist es. Der hat zu wenig... Nö. Zu wenig... Kraft. Also Kraft hat er, aber ist zu wenig schnell. Weil mit dem schiebst du einfach alles von der Straße. Wenn du so einen Karton hast, dann crashst du alles weg. So, letztes Auto.
Fall freigespielt, die Party. Die machen wir jetzt noch. Die Mission, die Party, ist bei Tag 5. Aber die machen wir. Und ich nehme den Ben B32, weil das Bens Fall ist. Seh mir, Ben. Die KTU hat gerade angerufen. Sie haben die Zahlen- und Buchstabenkombination auf dem Zettel entschlüsselt, den ihr in der Tasche von dem Informanten gefunden habt. Was ist denn rausgekommen? Die Spur führt zum Containerhafen. Auf dem Zettel stand... Das ist der falsche Einsatz. Wir wollen die Party machen. Wir wollen Party. Party, Party. Heute gehen wir noch mit den riesigen Puschen ins Rennen. Treffen wir uns wieder alle direkt an der Offroad-Strecke. Denkst du? Auch falscher Fall. Komm schon, ich will die Party machen. Ich will Party machen. Party. 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 Party? Party machen? Hey Rico, mein Freund. Yes. Du hast alle Fahrzeuge auf der Liste organisiert. Reife Leistung. Das kostet dich auch ordentlich. Wann kriege ich die Kohle? Komm zum üblichen Treffpunkt am Hafen. Du kriegst deine Kohle und wir feiern. Wir haben gemeinsam ordentlich gesammelt. Party? Klingt gut. Darf ich ein paar Freunde mitbringen? Na klar, wenn du willst. Vertraust du ihnen? Na selbstverständlich. Wären ja sonst keine Freunde von mir. Dann bis gleich. Freunde? Zentrale für Cobra 11. Am Hafen trifft sich eine Bande von Autodieben. Wir fahren da jetzt hin, um die Party zu besuchen. Brauchen dringend Verstärkung. Ende. Bestätige. Zwei Einheiten sind in der Nähe des Hafens. Sie werden zu euch stoßen. Annehmen. Dann lasst uns Party machen. Das hier müssen wir auch nochmal auskundschaften. Das hier sieht nämlich auch ganz toll aus. Ich finde es richtig cool. So ein bisschen Liebe zum Detail. Ja, einfach mal so eine Baustelle hinpflanzt. Ich meine, sie hätten da auch einfach grüne Wiese hinklatschen können, aber nein, da kommt eine Baustelle hin. Finde ich wirklich toll. So was mag ich. Wow, wow, wow. So, dann gehen wir mit ein paar Freunden Party machen, ne? War jetzt extra ohne Blaulicht hier hin, einfach damit der nicht schon stutzig wird. Moin, Freunde! Auf zur Party! Ben, die Party löst sich gerade auf. Ach, schade, die wollten noch auf mich warten. Den einen knöpfen wir uns mal vor. Disco, Disco, Party, Party, wa? Da vorne fährt er! Los, erschieß den Noob! Rico, du Mistkerl, hast uns verraten! Ja, was meckerst du denn? Ich hab dir doch gesagt, dass ich Freunde mitbringe. Du bist ein Bulle? Genau, Kriminalhauptkommissar. Und jetzt ab. Schön. Fahrzeug freigespielt. American Cobra Hornet Cop. Zeig euch den mal kurz. Ja, den haben wir frei. Den werden wir nächstes Mal mal fahren. Ne? Ja, das war die Party. Und ich würde sagen, das war's für dieses Mal von Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Nochmal ein riesiges Dankeschön für 400 Abonnenten. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.